Hallo und Gute zu einer neuen Ausgabe von Shoki Banoki on the road. Wir sind auf Tour in Schweden und nutzen die Gelegenheit, ein schönes Video zu machen. Am Start sind der Marc, der Sascha. Servus. Und der Puja. Grüß Gott. Ich habe heute mitgebracht das wahnsinnig fette Bräute. Ich stelle euch Fragen und ihr sollt. Nein, das wird jetzt schwierig. Leute, wir brauchen einen anderen Titel. Marc, nein. Pfui. Nein, Marc. Nein, das ist was anderes, Marc. Okay, also. Ich stelle euch eine Frage. Was ist ein Rambär? Ein Rambär? Ja. Das ist der Marc Hagenbeck. Wenn er unrasiert ist. Also immer. Was? Ein Rambär. Ein Rambär. Ein Rambär. Ein Rambär. Ah, ich weiß. Ja. Das ist aus dem Mittelalter. Mhm. Alles aus dem Mittelalter. Und zwar haben sich die Nordmänner hier, also aus dem Norden, ja, wo wir uns also hier auch gerade jetzt gerade genau, hier sind. Ja, okay. Deshalb ist das ein sehr gut gewähltes Thema. Kompliment danke, an danke den schön, danke schön. Haben sich überlegt, wie kriegen wir eigentlich die verschlossenen Türen auf, wenn wir irgendwo einfallen und die Burg überfallen wollen. Mhm. Wie machen die das denn eigentlich im Süden? Ah, die nehmen einen Rambock. Aber hier gibt es ja keine Böcke, hier gibt es nur Bären. Bären. Was liegt eh näher auf der Hand, als aus dem Rambock einen Rambär zu machen, da einen Bärenschädel vorne dran zu knallen und dann die Türen damit aufzublasen. Nein, nein, ein Rambär ist ein Rambock, der... Lass ihn doch erstmal Nein sagen. Nein. Gut. Der nach Bären schmeckt, also mit Doppel-E geschrieben. Ja? Okay. Also es ist ein Rambär, mit dem man einfach den Feind herauslockt und nicht überwältigt. Stimmt's? Nein. Ist leider ganz, ganz weit weg. Ganz weit weg. Marc, also, was hast du? Das ist doch ganz einfach. Soll ich schon lösen oder wollt ihr noch? Ja, löst mal. Nee, löst mal bitte. Rambär ist das Maskottchen von Rammstein. Ja. Nee. Nein. Ich gebe euch mal einen Tipp. Kommt aus dem Mittelalter. Kommt nicht aus dem Mittelalter. Kommt nicht aus dem Mittelalter. Genau, aus der jetzigen Zeit. Ich wollte hier erstmal ein bisschen auf die falsche Fährte führen. Okay. Rambär ist eine neue Variation einer Margarine. Und weil Rama Himbeere zu lange gewesen wäre, haben wir Rambär genommen. Haben die Marketing-Spezialisten einfach Rambär. Das wird doch gar nicht mit 2E geschrieben, sondern mit Ä. Hat er ja nicht gesagt, oder? Wie es geschrieben wird. Ich hab's noch nicht gesagt. Aber und wie ist es? Es wird mit Ä geschrieben. Mit Ä, also. Ja. Rambär. Ja, aber hier in Schweden wird ja vieles mit Ö und Ä gemacht. Also es ist Rambär. Rambär. Ist es ein Begriff aus deutschen Landen? Ja, ja, definitiv. Okay. Hat das also was mit Gynäkologie zu tun? Also überhaupt nicht. Dann bin ich Gynäkologie? Raus. Gynäkologie? Ja. Was wäre das denn bei Gynäkologie gewesen? Dann bin ich raus. Nee, dann bin ich Gottes raus. Willen. Also ihr seid im Bauwesen. Ein Rambär im Bauwesen? Ja. Ach ja. Das ist so ein Gerät, wo du so Vertiefungen im Boden mitmachst. Ah, ja, genau. Für Zaunpfosten. Dieses Ding, mit dem du diesen Holzscheit, wo das Loch reinmachst, das ist der Rambär. Ich lasse es mal so gelten, ja. Ey, großes Kino. Da sind wir ja voll alleine drauf gekommen. Der Rambär ist ein Begriff aus dem Bauwesen. Es handelt sich um ein Gewicht, mit dem man etwas in den Boden rammen kann. Genau. In der Lawinenforschung wird diese Technik auch genutzt. Es wird eine Sonde mehrmals auf Neuschnee fallen gelassen. So wird Schneedichte gemessen. Also es ist unglaublich spektakulär, die Themen, die du raussuchst. Ja, okay. Der Hammer. Ja. Haben nie was irgendwie Anzügliches, was mit Sex zu tun oder sowas. Könnte man das gar ist nicht das nächste meinen. Thema, aber das sehen wir in der nächsten Sendung. Alles klar. Cheerio, Miss Sophie. Gute. Ich habe noch einen Rambär zu Hause übrigens.